Die Muslime meinen, dass die sogenannten Salafisten immer von Koran und Sunna reden und die Sunna-Gebete gar nicht beten. Mhm. Diese Frage. Ja, das ist gut. Erstmal, also Sie wollen damit sagen, hier, ihr sagt doch immer, ihr folgt Koran und Sunna, warum betet ihr die Sunna-Gebete nicht? Genau. Ja. Erstmal, also der erste Fehler ist, dass man pauschal sagt, die Salafisten beten die Sunna-Gebete nicht. Ja. Das ist mal falsch. Erstmal, da können wir nur zu sagen, selbst wenn sie die nicht beten, Sunna-Gebete sind Sunna-Gebete. Sunna bedeutet, in der Terminologie der Fuqaha, dass, und das sagt, das steht zum Beispiel auch in Nathm Barakat, ja, وَالنَّدْمُ مَا فِي فِعْلِهِ ثَوَابُ وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ الْعِقَابُ. Ja, der Nadbu, Mandub oder Mustahab ist, wenn du es tust, wirst du belohnt oder verdienst du Belohnung, aber du kriegst keine Bestrafung, wenn du es lässt. So, das heißt, wenn jemand sagt, das ist ein Zeichen für Irregehen, dann sagen wir, das ist völliger Quatsch, was du erzählst, weil das ist ja das, was er damit sagen will. Er will sagen, die Salafis sind irre, weil sie beten die Sunna nicht. Ja, wir sagen, selbst wenn das stimmen würde, dass sie die Sunna nicht beten, ja, so sagen wir, das ist kein Zeichen für Irregehen, weil die Sunna-Gebete in der Terminologie der Fuqaha, ja, bedeutet Sunna, Mustahab bzw. Mandub. Das heißt, man wird nicht dafür bestraft. Also wenn man nicht dafür bestraft wird, kann es kein Irregehen sein. Okay? Das ist erstmal Punkt 1. Punkt 2 ist, es ist falsch. Es stimmt nicht, dass man pauschal sagen kann, die Salafis beten die Sunna-Gebete nicht, sondern was viele Salafis machen, sie beten die Sunna-Gebete nicht in der Moschee. Warum? Weil der Prophet in einem Hadith, der von Bukhari überliefert wird, sagt, Afdalus Salat al-Mar'i fi Beiti illa al-Maktuba. Okay, Makol. Das heißt, das beste Gebet von einer Person ist das in seinem Haus, außer die Pflichtgebete. Deswegen, das heißt, viele Salafis beten die Sunna-Gebete zu Hause und nicht in der Moschee. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, dann könnten wir ja auch sagen, ja, diese Leute von DITIB sind falsch, weil 90% der Jugendlichen von denen beten überhaupt keine Pflichtgebete. Was ist damit? Das heißt, wer mit diesem Argument kommt, erzählt erstmal von vornherein etwas Falsches, hat zweitens von vornherein den Begriff von Sunna in der Terminologie der Fuqaha nicht verstanden und hat drittens gar nicht verstanden, was wir meinen, wenn wir sagen, wir folgen der Sunna. Was heißt, wir folgen der Sunna? Der Begriff Sunna hat unterschiedliche Bedeutungen, je nachdem, in welchem Zusammenhang er benutzt wird. Zum Beispiel bei den Fuqaha, in der Terminologie der Fuqaha, der Fiqh-Gelehrten, bedeutet Sunna, Mustahab oder Mandub, das heißt, wenn man es tut, wird man belohnt, wenn man es lässt, wird man nicht bestraft. Und ich erwähne nochmal Nazm Barakat und Al-Warakat wurde von dem großen Shafi'i-Gelehrten Al-Juwayni geschrieben. Ja? Nazm Barakat ist der Nazm, dort steht وَالنَّدْبُ مَا فِي فِعْلِهِ ثَوَّابُ وَلَمْ يَكُمْ فِي تَرْكِهِ الْعِقَابُ. Okay, das heißt Nadbu, das ist also das Erwünschte, Mustahab ist ein ist ein Wort für auch Mustahab, für Mandub. Kriegt man, wenn man es tut, Belohnung, wenn man es lässt, gibt es keine Bestrafung. Punkt. So, jetzt im Istilah der Akida-Gelehrten bedeutet Sunna der Weg des Propheten, der Glaube, so wie er geglaubt hat. Was ist der Beweis dafür? Imam Ahmed hat beispielsweise ein Buch geschrieben, das heißt Usulu Sunna. In diesem Buch geht es nicht um Rawatib-Gebete oder um Tahiyyat al-Masjid oder um Hadith-Terminologie. In diesem Buch geht es um die Akida der Muslime, der Weg des Propheten, weil Sunna bedeutet linguistisch, sprachlich Weg. So, dann gibt es Sunna, hat einen in der Terminologie der Muhaddithun. Da bedeutet das alles, was bedeutet das, was der Prophet getan hat, was er gesagt hat, wo er zugestimmt hat, seine Eigenschaften, seine und so weiter und so fort, seine Rasawat, seine Schlachten und so weiter. Ja? Man nussi bele nebi min kaulin wa fölin wa takririn aus sifatin. Ja? Das ist das, was Sunna ist bei ihnen. So. Die andere Sache ist,
Die andere Sache ist, Sunna wird manchmal benutzt als Gegensatz zu Bid'ah. Und das ist das, was wir machen. Wenn wir sagen, wir folgen der Sunna, wollen wir damit sagen, wir folgen dem Koran und der Sunna. Das heißt, was der Prophet gesagt, getan, gemacht hat. Und wir machen nichts, was darüber hinausgeht. Wir sagen damit, das ist unser Maßstab. Aber in der Sunna gibt es Dinge, die Wajib sind. Das heißt, der Prophet erklärt etwas, was Pflicht ist. Zum Beispiel in der Sunna sehen wir, dass das, dieses Fatiha lesen, ein Rücken, eine Säule des Gebetes ist. Steht nicht im Koran. Aber in der Sunna wird der Koran spezifiziert. Die Lesung muss die Fatiha sein. Der Prophet Sassam sagt, im authentischen Hadith, La salate li man lam yaqra bi fatiha al-kitab. Und in der Sunna gibt es Dinge, die mustahab sind, wie zum Beispiel die Nawafil-Gebete. Der Prophet Sassam sagt, Khamsu salawatin katabun Allahu alibad fil yawmi wa layla, فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر الله. Das heißt, fünf Gebete hat Allah den Menschen bei Tag und Nacht vorgeschrieben. Und wer daran festhält, hat einen Vertrag bei Allah, dass er ihn ins Paradies führt. Und wer nicht daran festhält, hat keinen Vertrag. Wenn er will, bestraft er ihn. Und wenn er will, verzeiht er ihm. Das zeigt, dass nur diese fünf Gebete Pflicht sind und keine anderen. Weil ansonsten müsste man auch Bestrafung erwarten, wenn man ein sechstes, ein siebtes, ein achtes Gebet nicht betet. Okay? So. Aber, um nochmal darauf zurückzukommen, also es gibt Sachen in der Sunna, die Wajib sind. In der Sunna sehen wir zum Beispiel die Fatiha, muss man lesen. Es gibt Sachen, die Mustahab sind, wie zum Beispiel diese Rawatib-Gebete vor Dhuhr, nach Dhuhr. Und beispielsweise gibt es Dinge, die Mubah sind. Zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sie traben Al-Walid eine Eidechse essen und sagt nichts dazu. Das heißt, man darf dieses Tier essen. Okay? In der Sunna gibt es Dinge, die Makruh sind. Zum Beispiel, im Stehen trinken ist Makruh. Ja. So, und eben hat einer, und jetzt hat einer erzählt, hast mir auch erzählt, guck mal, muss ich mal vorstellen, was da für ein Hass im Herzen ist. Guck mal. Hat einer gesehen, in einem Video in Mekka, wo ich getrunken habe, von der Dose, Mirinda-Dose. Ja, da sagt er, guck mal, der hat nicht in drei Zügen getrunken. Erstmal, wenn ich das nicht gemacht habe, müsste man eigentlich vom Achlag des Muslims, vom Adab sagen, vielleicht hat er es vergessen. Punkt Nummer eins. Aber Punkt Nummer zwei, das ist falsch, weil er hat mich nur gesehen, wie ich den letzten Schluck getrunken habe, weil ich vorher schon getrunken habe. Und dann sagt er, er trinkt im Stehen. Ach, ich will nicht wissen, was diese Leute machen. Und warum habe ich im Stehen getrunken? Weil alles überflutet ist. Soll ich mich hinsetzen? In Flut oder was? Ach, wo der ganze Müll dort rumliegt und alles klatschnass ist. Was ist? Ach, aber daran sieht man, wie die Leute die Nadel im Heuhaufen suchen, aber die eigenen Gelehrten sind die Zinsen am Erlauben, verstehst du? Und sagen, man kann sich ruhig rasieren, obwohl ganz klar in den Büchern von Hanafi Fiqh, ja, Hashad ibn Abidin, das wäre im Hanafi Fiqh ganz klar, Bart rasieren, haram. Was auch die Hanafi Gelehrten in Indien sagen, was die Hanafi Gelehrten in Südamerika sagen, was die Hanafi Gelehrten in Pakistan sagen, was die Hanafi Gelehrten in Afghanistan sagen. Bart abrasieren ist haram. Punkt. Aber es gibt Leute, die behaupten, sie folgen dem Hanafi-Madhab. Dabei folgen sie gar nicht dem Hanafi-Madhab. Wenn sie dem Hanafi-Madhab folgen, dann wäre das gut. Weil Abu Hanifa einer der größten Gelehrten der Geschichte des Islams ist. Aber sie folgen das von dem Hanafi-Madhab, was ihnen gut gefällt. Okay, so, das erstmal dazu. Dann gibt es in der Sunna Dinge, die haram sind. Das heißt, der Prophet erklärt Dinge, die haram sind, die nicht im Koran erwähnt werden. Zum Beispiel, dass man Eselfleisch nicht essen darf. Zum Beispiel erwähnt er, dass Gold für Männer verboten ist, anzuziehen, Goldschmuck. Viele Dinge. Das heißt, wir, wenn wir ein Urteil fällen über irgendeine Sache, gehen wir zurück zu Koran und Sunna. Wir gehen nicht zurück zu dem Scheich hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen, sondern wir gehen zurück zu Koran und Sunna. Die zweite Sache ist, wenn wir sagen, wir folgen der Sunna, wir praktizieren die Sunna, dann meinen wir damit, wir erfinden nichts Neues in die Religion. Zum Beispiel,
jemand sagt, am Tag des Geburtstags des Propheten musst du 1000 Mal Sallallahu Alaihi Wasallam sagen. Wir sagen, hat der Prophet das so spezifiziert? Hat der Prophet das so spezifiziert? Hat der Prophet diese Regel aufgestellt? Wenn dem nicht so ist, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, in Sure Shura, Vers 21, أَمْ لَهُمْ شُرَكَ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ. Haben sie Partner, die neben Allah etwas legisliert haben in der Religion, was Allah nicht erlaubt hat? Oder jemand sagt, am Tag von Isra wal-Miraj betest du eine besondere Anzahl von Rakat oder machst dieses und jenes Dicker. Wir sagen, hat der Prophet das gemacht? Fragen das. Wenn der Prophet das gemacht hat, sagt es uns. Wir machen gerne mit. Wenn ihr sagt, der Prophet hat das nicht gemacht, dann sage ich, da kann es auch nicht gut gewesen sein, weil der Prophet war derjenige, der am meisten der Umma das Gute zeigen wollte. Allah sagt im Koran, in Surah 9, Vers 128, auf der letzten Seite von Surah Toba, ja, sagt er, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ. Das heißt, es ist schon ein Gesandter zu euch gekommen, ja, auf dem es schwer wiegt, wenn ihr Gram habt, der für euch besorgt ist. Das ist der Prophet ist besorgt. Wenn es gut wäre, hätte es uns gezeigt. Also das heißt, derjenige, der solche Sachen erfindet, der sagt entweder, der Prophet hat die Botschaft nicht vollendet, oder er sagt, der Prophet, also er hat es nicht gewusst. Oder er sagt, er hat es gewusst und hat es nicht gezeigt. So, deswegen frage ich, begehe ich eine Sünde, wenn ich mich nicht hinsetze und mache hu 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 beispielsweise oder tanze im Kreis und schreie durch die Gegend? Begehe ich eine Sünde? Wenn er sagt, ich begehe eine Sünde, wenn ich das nicht mache, sagen wir, wo ist der Beweis dafür? Wenn er sagt, du begehst keine Sünde, dann sage ich, dann geh du auf Nummer sicher, mach das auch nicht. Weil der Prophet Sassam hat es nicht gemacht. Achi, wenn wir nur das praktizieren würden, und das auch, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, Bruder, wenn wir alle Sunnan praktizieren würden, die der Prophet gezeigt hat, alle, Bruder, glaub es mir, ich glaube nicht, dass es einen einzigen Menschen gibt, der alle Sunnan praktiziert, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Jetzt kommt jemand und erzählt, die Salafis beten die Sunna-Gebete nicht. Ach, was ist das? Ach, vielleicht betet der Qiyamul Layl. Vielleicht benutzt er ein Miswak. Ach, verstehst du? Wenn, praktizierst du jede Sunna? Ach, aber daran sieht man, das sind Leute, die nicht die Wahrheit wollen. Da geht es einfach nur darum, die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Ach, was weiß ich, wie viele türkische Mädchen gehen auf den Strich? Ach, Tausende in Deutschland. Wie viele marokkanische Mädchen? Tausende. Sagen wir jetzt, die Türken sind schlecht, weil da gibt es die eine oder andere, die macht dieses oder jenes. Das ist doch völliger Blödsinn. Die Frage muss sein, haben die Salafi-Gelehrten gesagt, du sollst keine Sunna beten? Völliger Quatsch. Natürlich sollte man die Sunna-Gebete beten, aber der eine oder andere hat vielleicht ein Problem. Der eine oder andere schafft es vielleicht nicht. Selbst wenn er es nicht schafft, Alhamdulillah, dass er die Pflichtgebete betet. Bruder, ich will von dir eine Einschätzung haben. Wie viele, du bist Türke, wie viele Türken in deinem Alter beten keine 5 Gebete pro Tag? Wie viel Prozent? 90%. 90%. Jetzt kommt er. Und die Salafis beten die Sunna-Gebete nicht. Ach, das ist doch der Witz des Jahrhunderts, ist das. Verstehst du, sagen wir jetzt ja, die Türken beten die Pflichtgebete nicht, weil 90% die Pflichtgebete nicht beten, oder was? Aber die Türken beten nicht. Das kannst du doch nicht pauschal sein, das ist doch völliger Blödsinn. Subhanallah, subhanallah. Aber daran sieht man, Bruder, das Problem, was wir meistens haben, ist, dass Leute die Wahrheit nicht sehen wollen. Leute wollen die Wahrheit nicht sehen. Das ist das Problem. Und deswegen erfinden sie irgendeinen Schrott. Wenn sie nichts finden, erfinden sie irgendwas. Und im Endeffekt möge Allah diese
Geschwisterreich leiten. Amin.